Du willst dich also für das Imperium bewerben. Wir machen aus dir einen echten Mann. Unsere Arbeitskleidung ist in Top-Zustand. Wir arbeiten in einem dynamischen Umfeld. Bei uns kommt Kreativität regelmäßig zum Einsatz. Unsere Mitarbeiterzufriedenheit sucht seinesgleichen. Hier ein paar Zitate. Das Wissen, wo du zuschlagen musst, um mit der geringsten Kraft den größtmöglichen Schaden anzurichten, ist der Schlüssel zum Sieg. Erweist ihnen alle Ehre, meine Brüder. Nicht etwa, weil sie uns heute den Sieg bringen werden, sondern vielmehr, weil ihr Schicksal eines Tages das unsere sein wird. Vergesst eure Vergangenheit. Von jetzt an seid ihr nur noch Dark Angels. Nur der Orden ist von Bedeutung. Schickt eure Bewerbungen an spacemarine@ichwillnichtsterben.de. Leute, vielleicht seid ihr auch schon eingestiegen in Space Marine 2 und damit das Warhammer-Universum. Wie euch Internetliebling Henry Cavill selbst verrät, ist das Warhammer-Universum ziemlich gigantisch und komplex. Wir reden von Tabletops, Büchern und natürlich Games mit Jahrzehnten an Inhalten. Ich habe also versucht, zum Release von Space Marine 2 einen Einstieg in die Lore von Warhammer 40k zu finden. Und weil mir immer noch der Kopf raucht, habe ich mal diesen kleinen Guide zusammengeschrieben. Warhammer 40k für Dummies. Wo wir gemeinsam versuchen, ein bisschen einzufinden in dieses riesige Franchise. Und für die, die sich mit dem Universum auskennen, seid nett zu mir. Das hier ist nur mein Versuch und ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Starten wir erstmal mit dem Setting. Da Warhammer meistens in der weit entfernten Zukunft im Jahr 40.000 spielt, ist es leicht zu behaupten, es handelt sich bei dem Franchise um Science Fiction. Wenn man aber dann die Elemente sieht, die direkt aus dem Fantasy-Genre stammen, wie elbenähnliche Eldari, Orks, Zwerge und die untoten Necrons, dann ist man sich vielleicht nicht mehr so sicher. Außerdem kann das Franchise so viele Inhalte aufweisen, die ebenfalls in verschiedenen Genres unterwegs sind. Viele Horror-Stories, aber auch Kriegsgeschichten über heldenhafte Brüder im Kampf, gegen das schiere Böse und dann irgendwie auch wieder Comedies. Und auch wenn Warhammer in der Zukunft spielt, ist hier nichts toll und sauber und happy. Nein, die dystopische Welt ist düster. Holy shit, geht es hier dunkel zu. Das Imperium der Menschen ist nicht nur ein massiver Kult geworden, dazu später mehr, sondern nutzt ganz kompromisslos Kindersoldaten. 9-jährige Kids werden in die sogenannte Penal Legions eingezogen und eingesetzt als, ich zitiere, Expendable Shock Troops. Diese wilde Mischung aus Genres und Inhalten wird aber immer unter dem Schirm der schieren, brutalen Realität dieses Settings vereint. Alles ist hoffnungslos, niemand ist glücklich und somit wird diese Genre getauft unter dem Namen Grimdark. Passender Name, wenn man weiß, was einem alles in Warhammer 40k so erwartet. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle auch ein paar dieser Horrorgeschichten mal nennen, damit ihr einen Eindruck habt, aber mir ist irgendwie plötzlich übel geworden und alles Glück ist verschwunden, wie wenn ein Dementor mir gerade die Seele aussaugt, sondern diese Inhalte sind auch, sagen wir mal, nicht ganz so YouTube-konform. Deshalb lasst uns mal einen Blick auf die verschiedenen Fraktionen im Warhammer 40k-Universum werfen. Natürlich beginnen wir mit der Menschheit, oder genauer gesagt dem Imperium. Offiziell angeführt durch einen Emperor, der vor 10.000 Jahren die Menschheit unter einem Banner vereinte, aber jetzt nicht mehr ist als ein künstlich erhaltener Leichnam irgendwo auf der Erde, in Warhammer genannt Terra. Die tatsächliche Regierung übernehmen somit Administratoren, Generäle und Priester. Denn das Imperium ist ein theokratischer Staat, bei dem die Menschheit den Emperor als einen Gott verehrt und entsprechend kultähnliche Strukturen aufzwingt. Trotz galaxieweiter Kolonialisierung ist die Menschheit eigentlich immer kurz vor der Ausrottung, aufgrund diverser Konflikte. Um in diesen Kriegen standhalten zu können, greift das Imperium auf diverse militärische Einheiten zurück. Aus gegebenem Anlass möchte ich euch nur mal die Space Marines erklären. Die Space Marines sind genetisch verbesserte Superkrieger. An ihnen wurde heftigst rumoperiert und so sind sie stärker, schneller und besitzen sogar mehr Organe, darunter auch zwei Herzen. Sie können nicht an hohem Alter sterben, sind sogar immun gegen viele Krankheiten, was dazu führt, dass manche Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Jahre alt sind. Den Gegenpol zum Imperium stellen die Forces of Chaos. Das sind Menschen, die sich dem Imperium abgewandt haben und die huldigen die Chaosgötter im Warp, eine Art andere Dimension, aber dazu erkläre ich euch später mehr. Diese Fraktion hat ebenfalls Space Marines, die allerdings durch die Mächte des Chaos in ganz groteske Abbildungen ihrer Vorlage gewandelt wurden und Ziel dieser Fraktion ist es letztlich, das Imperium zu stürzen. Die dritte Fraktion wird vom Imperium kurz als Xenos bezeichnet, ein Schirmbegriff für alle nicht menschlichen Rassen.
Es gibt die Eldari, elbenähnliche Kreaturen, die einst das Universum beherrschten, nun aber eine schwindende Macht sind. Dann gibt es die Orks, die eigentlich ziemlich genau sich verhalten wie Orks. Die Necrons sind irgendwie eine Mischung aus den Reapern aus Mass Effect und Terminators, mit dem einzigen Ziel, biologisches Leben auszulöschen. Die Tyranids sind ein Schwarm, kontrolliert von einem Hivemind, die einfach nur alles auf ihrem Weg verschlingen wollen. Und die Wotan sind quasi die Zwerge, die technologisch bewanderter sind als die Menschen und fettes Geschütz auffahren können, wenn nötig. Und all diese Rassen haben dann noch ihre eigenen Subklassen, Gruppen, Splinterfraktionen und Ideale. Aber zumindest habt ihr so einen kleinen Überblick und jetzt können wir die Gesellschaft besprechen und wie sie in Warhammer funktioniert. Instinktiv denkt man vielleicht, gut, die Menschen und damit das Imperium sind die Guten. Ich meine, logischerweise identifizieren wir uns ja mit den Menschen. Einerseits ja, immerhin spielen wir in Space Marine eben einen Space Marine. Aber das Imperium ist eine übertrieben dystopische Zivilisation, die man wirklich nicht als Good Guys bezeichnen kann. Jeder Mensch unter diesem Regime muss absolute Treue an den Emperor und die damit einhergehende Religion mit sich bringen. Außerdem hat dieser theokratische Staat die Erforschung und Nutzung neuer Technologien verboten, was zum Verzicht auf künstliche Intelligenz und neue Technik nach sich zog und gekoppelt mit dem Fokus auf Religion eine Gesellschaft kreierte, die abergläubisch war und langsam aber sicher den technologischen Fortschritt verlor. Das ist auch der Grund, warum Sci-Fi und altmodische Elemente hier aufeinander treffen. Wer sich nicht an die Regeln hält, wurde als Ketzer gebrandmarkt. Die Inquisition ist damit beauftragt, Ketzer ausfindig zu machen und ihr wisst schon, die Ketzerei zu beenden. Absolute Hingabe, sonst lebst du hier nicht lange. Xenophobie war natürlich auch Teil des Programms, Alienrassen wurden nicht geduldet mit Mottos wie Suffer not the alien to live. Die verschiedenen Fraktionen in dieser düsteren Welt befinden sich eigentlich in einem ewig währenden Krieg. Was bedeutet, so gut wie jeder ist Teil dieser Kriegsmaschinerie und wer verneint, ist halt ein Ketzer. Das führt dazu, dass das Imperium einige groteske, abscheuliche Taten vollbringt, wie eben das Beispiel mit den Kindersoldaten. Aber um euch nochmal zu erklären, wie schlimm das Imperium ist, hier mal ein paar Beispiele. Hier sind drei schreckliche Dinge, die das Imperium in Warhammer 40k so macht. Kriminelle und Ungläubige werden gerne mal auf brutalste Weise mit Maschinen verschmolzen und als Werkzeug genutzt. Das sind die sogenannten Servitors. In den Megastädten mit Milliarden Einwohnern ist Tod allgegenwärtig. Um damit klarzukommen, wird aus den Leichen einfach Essen gemacht. So löst man Hungersnot und das Leichenproblem auf einmal. Konrad Kurz hat einen Thronsaal gebaut aus lebendigen Menschen. Passender Name dazu, The Screaming Gallery. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, ich kann mich nur wiederholen. Holy shit, ist Warhammer 40k dark! Auch die anderen Fraktionen haben ihre jeweiligen Gesellschaftsstrukturen, zum Beispiel die Tyranids werden von einem Hivemind gesteuert. Aber alle Fraktionen zu besprechen, würde den Rahmen des Videos sprengen. Lasst uns also ein bisschen über die prägenden Umstände des Warhammer-Universums an sich sprechen. Ich habe vorhin kurz den Warp erwähnt, bin aber nicht darauf eingegangen, was es genau ist. Diese Paralleldimension haust die Magie, erlaubt schnelles Reisen durch die Galaxie. Und hier befinden sich auch die Forces of Chaos. Reisen durch den Warp ist allerdings gefährlich, außer für die Anhänger der Chaosmächte, und hat schon öfter zu massiven Verlusten geführt. Durch die Magie wurden aber auch unter den Menschen irgendwann sogenannte Psykers geboren. Menschen, die eine Verbindung zum Warp haben und psychische Kräfte entwickeln können. Normalerweise werden diese von der Inquisition gejagt und getötet, manche aber werden ausgebildet, um ihre Kräfte für das Imperium zu nutzen. Die größte Gefahr für das Universum an sich ist das apokalyptische Szenario, dass die Barriere zwischen diesen Dimensionen irgendwann komplett zerfällt und somit die Chaosgötter und ihre Dämonen, mächtige Wesen, in die echte Galaxie eindringen und alles vernichten. Jetzt wisst ihr schon mal ganz grob, wie das Warhammer 40k-Universum aufgebaut ist und welche Fraktionen es gibt. Es gibt eine Menge von Events, Schlachten und Geschichten, die wir nicht alle aufzählen können und die ich noch selber alle lesen muss, aber euch sollte damit ein kleiner Einstieg gelingen. Wenn ihr euch mehr Videos zu Lore in Warhammer 40k wünscht und mir damit quasi einen Rechercheauftrag gibt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann setze ich mich weiter damit auseinander. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, lasst mir gerne ein Like und Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten. Damit danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.